Lackenhof am Ötscher hat es heuer bereits 4 Lawinentote gegeben. Die letzten 3 wurden erst bei Lawinenwarnstufe 1 von einem unerwarteten Schneebrett überrascht. Alle 4 waren erfahrene Alpinisten. Die Amstettner Feuerwehren sammeln momentan für ihre Feuerwehrkollegen in der Ukraine Material und Gegenstände, die bei Einsätzen benötigt werden. Auch für ukrainische Kinder wird von den Kameraden gesammelt. Im Bezirk Scheibs gibt es die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 42 Jahren. Die Wirtschaft läuft gut, vor allem in der Industrie. 808 offene Arbeitsstellen stellen eine Verdoppelung zum Vorjahr her. Die Diesel- und Benzinpreise machen vielen Menschen zu schaffen. Tanken wird zum Luxus. Es gibt aber einige einfache Tricks, um den Verbrauch zu reduzieren. Wie zum Beispiel überflüssiges Gewicht zu vermeiden. Der ÖAMTC hat noch etliche wertvolle Tipps für Autofahrer. Bis zu 6.000 Euro kann man bei dem RITS-UP Genius Ideen- und Gründerpreis 2022 gewinnen. Alle unternehmerischen Ideen sind willkommen. Nähere Informationen gibt es bei der Gründeragentur RITS-UP.